Willkommen zurück bei Tales of Ixillia. Zweite Folge, ja, ich, wir spielen weiter. Wir sind bei ihm hier angekommen. Ich glaube, den hatten wir das letzte Mal schon besiegt, aber ich habe dann, weiß ich nicht, gespeichert. Oder haben wir das schon gemacht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Drücke Dreieck, um das Menü zu öffnen und alles Feuerkugeln auszuwählen. Ja, genau, ich erinnere mich. Objekte, Flucht unmöglich, Artes. Von ihr natürlich, ja. Jetzt hatten wir hier genau, wir hatten Shortcuts festlegen. Aha. Vielleicht können wir ja hier die Feuerkugel hinlegen. Und dann sehen wir. Drücke 3, um das Menü Artes Feuerkugeln auszuwählen. Haben wir das nicht gerade getan? Oder muss ich hier irgendwas. Muss ich Ifrit zum Beispiel wegmachen? Drücke und halte Kreis, um Feuerkugel zu wirken. Jetzt geht das. Ja, das sind einfach nur normale kleine Fireballs. Und das hier ist, um Leuchtbombe zu machen. Okay, so viel zum dem Thema. Ich weiß nur nicht, warum ich das nicht auf was anderes legen kann. Aber das liegt eventuell daran, dass ich noch im Tutorial bin. Millers Geisterverschiebung. Drücke und halte Kreis gedrückt, um eine Geisterart. Berühre Kreis für eine geisterverschobene Art. Was? Anders gesagt, die Tastendruckdauer bestimmt, welche Art gewirkt wird. Jetzt habe ich es verstanden. Ah. Ja, danke. Okay. Ah. Okay, ihr denkt euch jetzt nur, was hat der komische Typ? Man muss, während man Kreis drückt, auch die Richtungstaste anscheinend drücken. Gut, dass das nirgendwo im Tutorial steht. Also ich habe gerade meinen Stick nach links bewegt und habe dann Kreis gedrückt und dann hat der eindeutig Undine gemacht. Das war eindeutig Undine. Deswegen hat er auch die ganze Zeit nur, also beim letzten Part hat er deswegen die ganze Zeit nur Ifrit gemacht, weil nur Kreis drücken Ifrit ist automatisch. Und nach links oder nach rechts wäre beim letzten Mal halt die Feuerkugel gewesen. Okay, wir machen hier weiter. Ja, genau. Millers vier große Geister. Als Herr der Geister kann Miller beim Kämpfen die vier großen Geister befehligen. Ifrit, Sylph, Undine und Gnom können als Art verwendet werden. Ja, danke schön. Gut, sehr schön. Ja, cool. Sehr cool. Sehr gut. Sehr schön. Okay. Es ist übrigens heute Freitag, der 13. und ungefähr genauso fühle ich mich auch. Ich hoffe, dass heute nicht noch mehr schlimme Sachen passieren, jetzt innerhalb dieses Spiels zum Beispiel. Ja, ja. Genau, klettern. Achso, ich muss selbstständig klettern, okay. Ja, es tut mir leid, heute sollte eigentlich ein Part kommen. Eventuell lade ich den hier tatsächlich noch hoch. Es kann sehr gut sein, dass es jetzt, weiß ich nicht, für euch 19 Uhr ist oder so und ich lade den Part heute noch hoch. Kann sein, kann aber auch sein, dass ich diesen Part hier erst morgen, also am Samstag, hochlade. Ich weiß es nicht. Das wird sich zeigen. Ich muss mal gucken, wie ich, ja. Yes, aber ich habe... It's certainly a big facility, but we'll find it if we search hard enough. Aber ich hoffe... Sorry. Ich hoffe darauf, die Minikarte oben der Bildschirm angezeigt, eine direkte Umgebung. Durch Drücken von Viereck rufst du die vollständige Gebietskarte deines derzeitigen Standorts auf. Das ist ja lieb und nett und gut zu wissen. Und da haben wir auch schon unseren Standort und sehen, dass es da weitergeht. Glaube ich zumindest. Warte mal, wie kann ich das? Die Erhebung. Hoch, niedrig. Ach so. Nee, da waren wir schon. Da haben wir gespeichert. Da ist die offene Truhe. Genau, 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 genau. Und hier sind wir jetzt. Okay, das ist ein interessantes... interessante Art und Weise, die Karte darzustellen. Finde ich ganz cool. Muss ich gestehen, finde ich ganz cool. Ich habe vor, aber heute tatsächlich ein paar Parts mehr aufzunehmen. Wir haben hier, wie in Tales of Symphonia und Ähnlichem, ein aktives Gegnersystem. Will heißen, die Gegner greifen uns nur an, wenn wir ihnen nicht ausweichen. Zwei Orangengummis erhalten, das ist nett. Ja, wir können ruhig gegen die kämpfen am Anfang. Wir müssen wahrscheinlich im Endeffekt sowieso mehr als mir lieb ist kämpfen. Stück Holz.
Okay. Wir müssen wahrscheinlich irgendwann am Ende, was heißt am Ende? Im Laufe des Spiels müssen wir wahrscheinlich so irgendwann sowieso grinden. I mustn't Aber. relax my. I must relax my was? Red ruhig weiter. My sword rings true. Also irgendwie bin ich zu stark, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass wir gerade in einem irgendwo einbrechen. Also das ist, ich möchte mich jetzt hier in dem Sinne nicht überschätzen, denn ich befürchte, wir kriegen schnell genug auf die Fresse. Ja, ich glaube tatsächlich, wir kriegen schnell genug aufs Maul. Aber das werden wir noch sehen. So, jetzt können wir uns, ich würde sagen, wir gucken uns Honestly, eher. with all of you around, what is there to fear? Ich würde behaupten, wir gucken uns zuerst unten um. Verlassen. Okay, wir haben hier direkt, wir können sogar weiter. Wir sehen, wir können. Es gibt zwei Ausgänge oben und zwei Ausgänge hier in der Mitte. Da ist ein Sack. Ich würde sagen, wir nehmen erst den hintersten Ausgängen. Ausgängen. Den hintersten Ausgang hier hinten. Was haben wir hier? Eine Klappe. Da kommen wir aber nicht rein. Okay. Gehen wir weiter. Und ich würde sagen, wir nehmen diese Tür hier als erste. Ach, hier komme ich auch hoch. Oh, okay. Apfelgummi 3 Stück. Ja, die werden wir wahrscheinlich früher oder später noch benötigen. Die Frage ist, komme ich irgendwie im Kampfmenü in mein Inventar? La Fort, Forschungszentrum Sektor 3. Okay, damit hat sich das erledigt. Da brauchen wir nämlich einen Schlüssel für. Okay. Können wir eben kämpfen? Wie gesagt, im Endeffekt. Wir können auch einfach so kämpfen. Schnelle Schritte. Um einen schnellen Schritt nach vorne oder zurück zu machen, benutze den Stick und Viereck. Einen schnellen Schritt kannst du außerdem durch schnelles Neigen von. Schnelle Schritte bieten eine praktische Möglichkeit, um feindlichen Angriffen auszuweichen. Wenn du mehrere schnelle Schritte in Folge machst, nimmt dein AZ für jeden schnellen Schritt nach dem ersten um 1 ab. Ach so, also es ist quasi ein Aktions. Okay, ich verstehe. Gut, dass er mir das sagt, wenn der Kampf vorbei ist. Das ist auch schon ziemlich. Naja. Jetzt ist die Frage, komme ich hier unten rein? Ich nehme an, fast, dass hier ebenfalls abgeschlossen ist. Lässt sich nicht öffnen. Dann gucken wir mal hier. Hier oben sind ja auch noch zwei Türen. Ich meine, ja, da unten ist noch ein Gegner, das ist mir durchaus bewusst. Aber so weit kommen wir gar Here. nicht. Ereignisliste aktualisiert, okay. Ich nehme das mal so hin. Trank des Lebens. Aber hier glitzert was. Schöne Feder. Federn des Vogels mit kräftigem Federkleid. Aha. Ich nehme an, hier komme ich nicht rein. Brauchst wohl einen Schlüssel. Ja, okay. Gehe dem Geräusch auf den Grund. Das sollen wir gerade tun. Dann gehen wir mal rein. Oh, quit trying to act calm. It's that girl. Ha ha! So you're the visitor I heard about. This guy's no fun. I'll kill you first. Run! That was easy, I guess. I'll rip that pretty face of yours to pieces. I prefer you did it. Mit Jade zusammen. So, ich möchte mal ganz kurz erst die Kämpfe lernen. Okay. Okay, gut. Achso, so das ist die AZ, okay, ich hab verstanden. Ich wollte sagen, Undine sollte das eigentlich instant finishen können. Is that Ifrit? You are correct. The Lord of Fire. I can't believe you were able to summon him. Excellent. Levelaufstieg. That wasn't too bad. Levelaufstieg. Okay. Wir haben halt noch nicht gelernt, mit Zweien zu kämpfen. Wow.
Wow. I told you to go home. Don't tell me you live here. No, of course not. I'm sorry. Is this the work of the Spyrex? The what-ix? Could it be connected to the disappearance of the lesser spirits? Huh? You're losing me. Disappearing spirits? You really need to go home. Someone might not swoop to your rescue next time you're in trouble. The Spyrex must be somewhere else. Hey, wait! I'm kind of trapped here. If the professor were with me, they might have let me leave, but can I come with you? I see. If you stick with the person who saved you, then you won't need any more saving. Clever boy. Boy? You don't look that much older than me. My name's Jude Mathis. I'm Mila. Mila Maxwell. Oh, Mila Maxwell. Okay, interessant. Gruppenmitglieder haben sich geändert. Ja. Yeah. Und wir haben einen Schlüssel bekommen. Select. My hands are still shaking. And for good reason. You were almost killed. I'm a civilian. Why would she attack me like that? I don't think she's part of Roshigal's army. If she's not a soldier, then what is she doing at a military facility? An ironic question for you or I to ask, don't you think? I see your point. Did you kill her? I'm not sure. I tried to go easy on her, but humans are so fragile. I keep having to tell the Four not to overdo it. I'm not really following you. Und noch ein. Are you finished here? Huh? I assume you had some reason for coming to this place. I was worried because Professor House hadn't come back. But he's... One of the people who died while connected to that machine? Yeah. I can't believe it. The professor had been so excited about the request from Orda Palace. I see. Hmm? Yes. Yes, I suppose so. Huh? Wait for me! Okay, das war's. Wir gucken mal eben, ob wir hier irgendwas finden. So kistenmäßig oder so. Führt sogar tatsächlich eine Leiter runter. Aber nö. Da ist nichts, was wir benutzen können oder ähnliches. Wir können uns halt... Ne, Menü war... Ich vergesse das mit dem Menü immer wieder. Jade ist fast tot. Wir können ihn mal ein bisschen heilen. Die Frage ist... Eisenhorn schon Strickmütze. Wie geil, er hat eine Strickmütze. Zubehör haben wir nichts mehr, da haben wir auch nichts mehr. Okay, Dekoration. Haben wir hier irgendwie... Moment mal, haben wir für sie schöne Federn? Schöne Federn, gilt das als Dekoration? Nein, tut's nicht. Okay, schade. Nein, ich wollte da noch nicht raus. Strategie, jetzt ist nämlich die Frage. Jade. Aktion, freie Wahl. Ich würde dich gerne relativ... KP-Stufe durchhalten, das Beste geben, Vorsicht walten lassen. Bedenkenlos angreifen. Geh auf Abstand, wenn die KP unter 25% fallen. Das ist eine gute Idee. TP-Verbrauch, TP-Sparen ist ebenfalls eine gute Idee. Was heißt Horten? Das ist besser. Anhäufen. Aktion, freie Wahl. Vorwiegend Artes, heilen priorisieren, nur heilen, dich schützen. Ich weiß nicht, ob ich Jade... Also wir scheinen ja eindeutig später in Vierer-Partys unterwegs zu sein. Ich weiß tatsächlich noch nicht, wer meine Heilschlampe ist. Nach eigener Wahl ist immer so... Es ist echt nicht gut. Ja, wir lassen es erstmal noch. Schön Verbündete schützen. Starke Gegner, mehrere Gegner reinlichten.
Gib den Feinden den Vorzug, die Verbündete mit wenig KP. Verbündete schützen ist gut. Ja. Formation. Ich möchte sie relativ im Vordergrund haben. Ich weiß halt nicht, ich weiß halt überhaupt noch nichts über ihn. Wir wissen nur, er hat super wenig Leben. Also wirklich unglaublich wenig Leben. Und was kann der denn? Heiler. Ja, kannst du auch selbst heilen. Okay. Der Heiler und Dämonenfaust. Dann soll der lieber eigentlich auf Heal achten. Wollen wir Jai direkt als Heilschlampe abstempeln? Ich weiß es noch nicht. Wir gucken uns das später mal an. Ich weiß es nicht, ob ich ihn als Heilschlampe abstempel. Wir werden sehen. Das ist übrigens nicht böse gemeint, dass ich, ich liebe meine Heilschlampen. What's going on? Our Lilium Orbs are shining. I've been wondering what this thing is since I set off. My handmaid told me I had to carry it with me. Well, it comes in handy if you face monsters. It gives you the power to fight them. I got one myself when I left home, just in case. Ja, bitte, Anleitung anzeigen. What? Liliumkugeln sind Objekte, mit denen du bei deinen Figuren unter Aufwendung von WP weiterentwickeln kannst. Was ist denn WP? Weiterentwicklungspunkte? WP gewinnst du durch Kämpfe und Levelaufstiege. Okay. Liliumkugeln haben die Form sechseckiger Netze und jeder Knotenpunkt entspricht einem der sechs Statusparameter für Stärke, Vitalität, Intelligenz, Psyche, Bewegung und Gsk. Was ist Gsk? Ich weiß nicht, was GSK ist. Oder Stärke TP für... Achso, das hier ist Psy... Das ist Verteidigung, okay. Giske, da. Ach, kritische Treffer. Aha, okay. Kritische Treffer. Giske ist kritische Treffer. Wofür das steht, keine Ahnung. Jetzt ist die große Frage, Miller. Miller wird wohl eine Magierin werden. Nehme ich stark an. Danach ziehst du unter Anwendung von WP eine Linie zwischen dem aktivierten und einem angrenzenden Knotenpunkt. Wähle einen Knotenpunkt aus dem bestehenden Verbindungslinien zu sehen. Lilium Kugeln Knotenpunkte erhöhen auch KP, TP und FP. Das ist notwendig fürs Einstellen von Fertigkeiten. Wähle nun einen zweiten Knotenpunkt zur Aktivierung. Also ich kann jetzt hier... Oh, der kostet mehr. Moment, der braucht WP. Stärke ist das. Oh Gott, ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Doch, in plus 14. Okay, doch, ich habe in plus 14 gemacht. TP plus 5. Ja, TP plus 5. Knotenpunkte, Umgebung, Gebiete, in denen Artes und Fertigkeiten versiegelt sind. Füllst du durch Aktivierung der Umgebung Knotenpunkte die Linien eines Gebietes aus, setzt du das darin Verborgene frei. Aktiviere Knotenpunkte und rahme ein Gebiet vollständig ein. Das heißt, ich muss jetzt entweder... Verteidigung und leicht auf den Angriff. Psy. Was ist denn Psy? Das ist eigentlich Defensive, ist das, ne? Das ist die Defensive. Und das hier ist Stärke. Ich glaube, sie braucht keine Stärke, oder? Was ist denn das Ding dazwischen? Ich will wissen, was dazwischen ist. Ich glaube, ich gehe hier lang.
Folgende Fähigkeit erworben. Levelwiederherstellung. Was ist denn Levelwiederherstellung? An der äußersten Ebene des Sechsecks liegt ein Schlüsselgebiet. Schaltet dort drei Gebiete frei. Einschließlich des Schlüsselgebietes, damit sich die Lithiumkugel weiterentwickeln kann. Vergiss nicht, deine Figur bei 9 WP immer an den Lithiumkugeln aufzuladen. Änderung dauerhaft speichern. Ja. So, that's how it works. This is actually my first time developing it too. I see. So it's a tool that taps into inherited abilities. I imagine that powerless humans never leave home without them. You talk as if you're not human yourself. She's Maxwell. Come on. She's Maxwell. Mila Maxwell. It must be pretty weird having the same name as the Lord of Spirits. Not at all. We are one and the same. I'm sorry? I am Maxwell, Lord of Spirits. What? Come on, you're totally human. You look just like a normal woman. I would hope so. That is the form I created for myself. The form you created? Nice. So you're that Maxwell, Lord of Spirits, ruler of elements. You don't believe me? A person claiming to be a spirit? It's a bit much to swallow. Then how do you humans prove your identities to each other? Well, by showing identification, I guess. I have a medical school ID card. Oh. Then I doubt that I'll be able to prove my identity to your satisfaction. I wouldn't even know where to apply for a spirit ID card. Is it really okay for me to be following this person? Ich mag jetzt schon deren Diskussion. Okay, wir machen hier aber einen kurzen Cut und ich werde den Part wohl doch noch heute hochladen. Ich wünsche ein... Ja, bis zum nächsten Part. Viel Spaß in den Videos. Euer Hedi.